Du musst ja immer Ziele setzen, damit du weiterkommst oder damit du Motivation hinter deinem Grind hast. So, ich kann diesen Lifestyle kann ich nicht so beibehalten, wenn ich nicht ausraste. Ich bin halt wirklich so von Anfang an dabei, so ein Checkmate. Ist halt wirklich auch mit uns entstanden. So, für mich ist es halt nicht so, dass ich sage, dass es etwas Fremdes. Für mich ist es ein Bund von Leuten, der schon immer da war. Wo ich angefangen habe, Musik zu machen, war er da und er ist immer noch da. So, ich kenne Kolb, ich kenne generell einen großen Teil von Jamie schon sehr, sehr lange. Und diese Menschen sind mir sehr wichtig. So, und für mich ist es halt einfach nur schön, mit den Leuten zusammen so den Dream zu chasen. So. Deswegen für mich persönlich, so Jamie ist für mich Familie. So. Wir müssen echt die ganze Zeit diese Melodie ja, die ganze echt, Zeit so beibehalten. Ja. Ja, ich würde das so langziehen, so. Ja, oder so. Ja, das ist so Davis-Style, I like it. Weißt du so, du machst den, und wir wechseln uns immer ab, so, du machst immer vier Bars und ich mach immer vier Bars. Einfach bitte, ja. Sehr sexy. Sehr sexy. Ich feier es und finde es halt irgendwie nicer, wenn man halt sich im Studio trifft und halt on the spot halt was passiert. Es gibt dann halt so Synergieeffekte, so das eine kommt zum anderen, so der Beat wird nicer, wenn man halt zusammen drin arbeitet. So. Und wie gesagt, ich habe halt früher auch, bevor ich angefangen habe zu rappen, habe ich Beats gemacht, habe halt immer am Klavier rumgeklimpert und so. Von daher macht mir das auch Spaß mitzuwirken. Anfang 2018 ist mir ein Kumpel beim Einkaufen über den Weg gelaufen, der meinte so, ja ey, hier, ich habe hier so zwei Jungs kennengelernt, check das mal aus und hat mir einen Link geschickt und ich bei mir hoch in die Wohnung, hab mir das halt angehört, das war damals Scheine zählen von Negativ OG und Sin Davis. Hose on my dick, während ich die Scheine zähle, ja, BFG die Klick, ja, sie wollen es nicht verstehen, 24-7 in der Gegend. Und das hat mir halt sehr, sehr, sehr getaugt und ich hab die dann halt einfach bei Insta angeschrieben, das hatte auch damals, glaube ich, 2300 Aufrufe. Wir haben uns vom Start weg eigentlich verstanden. Und dann haben wir uns eine Woche später zusammen nochmal mit Negativ dann getroffen. Und dann haben wir halt erstmal so locker ausgemacht, komm, wir fangen erstmal an zu arbeiten und gucken, was bei rauskommt. Ich lasse eine Hoffnung im Regen. Sollte die Leute sie reden. Sollte die Bitches sie gehen. Ich lache nur, wenn ich euch sehe. Ich bin Kreuz raus. Ich bin Kreuz raus. Wir sind deine Freundin hatte mir gesehen, was sie in dir nicht sieht. Ich pisse Lean und Weed. Im Dezember kam dann auch Goldrausch raus. Und das hat ja so vom Start weg eigentlich, ist das ja durch die Decke gegangen. Oh, die Hunde, die sind zur Seite am Ende und wir sind. Digga, wir müssen den unbedingt Ende August droppen, Digga. So viel Geld, das wird nicht in der Baby kurz vor den Attentäter. Ich habe Rücken, der war wieder Nee, ganz früher, 2017, hatte ich mal eine Live-Show. Da waren da kaum Leute und so. Und dann war ich da auch auf Drugs. Und dann habe ich die Fans beleidigt. Das waren ja nicht mal Fans, die kannten einen nicht mal. So, weißt du, so ganz, ganz, ganz früher. Die kannten einen nicht mal. Da habe ich einfach, bin ich voll mad gewesen. So. Aber nein, das war die einzige Show, die so war, seitdem wir Gefangen 3.8 quasi gestartet haben. Also mein erstes wirkliches Konzert, wo Leute wegen mir und unserem Team hingegangen sind. Direkt auf die Bühne gegangen mit der Einstellung, wir zerficken das jetzt. Kugeln groß, ich bin wieder voll auf Teil. Schleif und glaub, hast du für ihn keine Zeit. Ja, ich bin es, ja, ich will es ganz allein. Ich will das Money, will das Mula, will nicht teilen. Wie ist so? Mahlzeit. Mahlzeit. Ist die eine Doku? Na klar. Ja.
geht ab, Rosie? Ja, alles gut? Normal. Es hieß irgendwann mal, da war schon so ein leichter Kontakt da und ich hatte auch schon einen Song mit Felix gemacht. So, hey, die Jungs sind heute gebucht auf so einer Trap-Party in Stuttgart. Und da war halt einfach so, so was Scheiß, so ja, okay, komm, dann mache ich halt DJ so. Und es war einfach irgendwie crazy, so da halt so in den Club reinzukommen, so die Leute sind auch schon so. Das hat mich dann das erste Mal, da habe ich dann gemerkt, so okay, da passiert jetzt wirklich was, weil die Leute sind halt auf Felix da schon ausgerastet, so. Das war wirklich für mich so, okay, wow. Und da sind jetzt schon zu dem Zeitpunkt irgendwie, das waren trotzdem 150 Leute oder so und halt auch von Sekunde 1 an Turn-Up und auf die Fresse so, das war crazy einfach. Diese Energie, die halt im Publikum herrscht. So, also ich habe noch nie gesehen, dass bei, wir hatten immer so, am Anfang lief halt nur Musik vom Band so und selbst da hat der ganze Raum Moshpit gemacht. Wir nehmen das wirklich alle sehr ernst. Also jeder hat genau das, was ich eben halt gesagt habe. Jeder checkt jetzt so, das ist jetzt unsere Chance. Wir können jetzt kreativ sein, wir können jetzt unsere Träume verwirklichen und das setzen wir mit aller Kraft um. Durch den Erfolg haben halt auch alle gemerkt, okay, das kann jetzt halt wirklich passieren, wenn wir dranbleiben. Wenn wir das jetzt einfach umsetzen, dann kann das wirklich lit werden. Ja, dann hast du halt einfach ein super motiviertes Team gehabt. Und wir haben ja vom Anfang an auch eben gesagt, so ey, pass auf, hier wird erstmal das erste Jahr, die ersten 1,5 Jahre wird hier keiner Geld dran verdienen. Weil auch die Künstler haben auch ihr Spotify-Money immer reinvested so. Also Negativ hat ja schon damals ganz gut verdient, aber der hat halt auch immer die Racks zurückgepackt für Musikvideoproduktionen, dass wir die Firma aufbauen konnten. Ja, und im Endeffekt der Deal oder die Vereinbarung, die wir getroffen haben, haben wir dann auch gezogen. Alle, die vom Start weg dabei waren, die können heute auch alle davon leben und haben alle Jobs bekommen. Wir haben jetzt endlich unser eigenes Büro. Also so ein bisschen so der Dream, der wahr geworden ist. Du musst ja immer Ziele setzen oder Ziele haben, damit du weiterkommst oder damit du Motivation hinter deinem Grind hast. Und ich will schon nach oben, so weißt du, das hört jetzt nicht auf, ich chill nicht auf das, was ich jetzt erreicht habe. Davon kann ich nicht die nächsten 50 Jahre leben. So, ich kann diesen Lifestyle kann ich nicht so beibehalten, wenn ich nicht ausraste jetzt weiter, aber wenn ich nicht weiter Gas gebe und mein Ding mache. Deswegen einfach weiter nach oben, das Team an den Start bringen. Ja Mann, einfach weitermachen. Ich glaube, wir sind alle sehr unterschiedlich und das macht uns auch irgendwie aus, würde ich sagen. Und was uns auch ausmacht, ist, dass wir alle irgendwie voll das Team geworden sind. Also jeder hat so seine Aufgabe. Wir haben Leute, die sich ums Merch kümmern, um Organisation, um alles. Und das ist alles so von unserem Originalteam so entstanden. Und wir haben jetzt nicht unbedingt Leute neu dazu bekommen. Ey, wir chillen hier einfach an der Tanke, tanken mit dem Tourbus. Still. Und wen treffen wir beim Tanken, Digga? El Fakhata. Ein Felix oder ein Dave, das sind Charaktere, die sehr ehrlich sind, sehr, sehr direkt auch sein können, wenn sie etwas stört. Und das merkst du mit der Zeit. Und dann checkst du sofort, okay, ein Sin Davis, da stimmt irgendwas gerade nicht auf der Stage, weil er komisch springt oder sein Gesicht anders verzieht. Oder bei den Slacks, sie sind gerade noch mal ein bisschen unruhig, nimm sie dir noch mal zur Seite. Das sind einfach die Punkte, die man irgendwann drin hat. Es ist halt auch Glück gewesen, dass sich in dieser kleinen Stadt hier Braunschweig so viele Leute zusammengefunden haben, die das fühlen so und daran arbeiten wollen. Und ja, das ist halt das Team hier. Das ist das Team so. Checkmate, get wrecked. Nein, Baby, du kommst heute nicht backstage. Checkmate, get wrecked. Heute ist der leider nur für Checkmate. Der ist richtig, ja, ich hab die Star Power. Wie soll ich sein, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht drauf hab? Der ist richtig, ja, ich hab die Star Power. Wie soll ich bleiben, wo ich bin, wenn ich so weitermach?